Und wir haben gesagt, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Denn Muslim heißt Gottergebener. Wenn ich jetzt jemanden frage, was war die Religion von Jesus? Ich frage sie, was war die Religion von Jesus? Ich habe diese Frage schon öfters gestellt. Meistens kommt die Antwort, Jesus war ein Jude. Ja, wenn Jesus ein Jude war, warum ist man dann nicht selber ein Jude? Wenn man sagt, man folgt der Religion von Jesus und die Religion von Jesus war Jude, also ich rede jetzt nicht von ethnisch gesehen, denn ethnisch natürlich kommt er von Bani Israel, vom Haus Israel und wäre dem gesehen, wie man ihn im Deutschen, würde man ihn als Jude bezeichnen. Aber ich meine von seiner Religion. Wenn man sagt, er war von der Religion Jude und man sagt, Jesus hatte die richtige Religion, dann müsste man selber Jude sein. Wenn ich frage, und wenn ich das sage, dann sagt man, nee, er war Christ. Ja, okay, wenn er Christ war, wo hat er das in der Bibel gesagt, dass er Christ war? Christ, das kommt von Christus, das ist ein griechisches Wort, das heißt Messias. Hat Jesus seine Religion Christentum genannt? Nein, er ist ein Name, der später entstanden hat. Aber wenn ich frage, war Jesus ein Gott ergeben, einer, der sich Gott hingegeben hat, dann wird man sagen, ja. Denn Jesus hat zum allmächtigen Gott gebetet. Und jemand, der sich dem allmächtigen Gott hingibt und ergibt, heißt auf Arabisch Muslim. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا